52. und letzter Vorrundenspieltag in der Penny DL. Die Iserlohn Roosters treffen auf die Schwenninger Wild Wings. Für beide Mannschaften geht es im Prinzip um nichts. Schwenningen hat Platz 6 sicher. Iserlohn kann noch nach vorne rutschen, aber eben nicht mehr in die Playoffs. Dafür ist der Abstieg abgewendet. Rein in die Partie und gleich mit einem Tor eröffnen die Wild Wings 6,5 Minuten vor dem Ende dieses Match. Johannes Hus heute mit im Team, weil Steve Walker 4 Stammspieler zu Hause gelassen hat. Klasse Tor vom Verteidiger. Der Schuss in die kurze Ecke, weil Jeneke eine kurze Bewegung macht. Und dann ist eben da oben links die Ecke frei. Zweites Saisontor für Johannes Hus. Halbe Minute noch zu spielen im ersten Drittel. Schuss von Gormley und der wird abgefälscht von Taro Jentsch und landet dann sehr knapp am Außenpfosten. Top-Möglichkeit für die Roosters. Cody Brenner bei den Wild Wings im Tor. 20 Minuten gespielt. Top-Stimmung am Seilersee. Die Fans feiern den Klassenerhalt. Das zweite Drittel beginnt mit dieser Chance für die Roosters. Dal Cole in den freien Raum und dann ist Boland zur Stelle. Er sprintet sich diesen Puck und legt die Scheibe vorbei an Brenner in die Maschen zum 1:1. 9 Minuten noch zu spielen im zweiten Drittel. Wieder Schwenningen. Kyle Platzer mit einem trockenen Schuss. Kein Jubel wirklich zu sehen, aber der Puck ist drin. Hier kommt die Bestätigung. Da kommt er über die Außenbahn, dann der trockene Schuss und der geht vorbei an Jeneke und schlägt dann hier zu sehen im langen Eck ein. 2:1 für Schwenningen, die 32. Minute. Dann Powerplay für die Wild Wings, 1,5 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels. Aber Konter Iserlohn über Boland, klasse Pass. Die Möglichkeit ist da für die Roosters und irgendwie landet der Puck dann schließlich im Netz. Hier der Angriff über Boland, der wartet, der schaut, der verzögert, bringt dann einen tollen Pass rüber auf Dal Cole und dann stochert LeBlanc danach. 39. Minute, die Scheibe ist frei und Iserlohn erzielt mit dem Ende des zweiten Drittels einen Unterzahltreffer rein in den dritten Durchgang. Schwenningen auf dem Weg Richtung Jeneke, der Schuss zunächst nicht drin, aber die Wild Wings lassen nicht locker. Der Ex-Iserlohner Chris Brown geht da hinterher, holt sich den Rebound und passt vors Tor. Da steht Daniel Pfaffengut in der 43. Minute und macht das 3:2 für die Wild Wings. Wieder die Führung. Dann die Roosters, 9,5 Minuten vor dem Ende. Sven Ziegler in seinem 500. DEL-Spiel und seine Vertragsverlängerung für die kommende Saison wurde auch noch bekannt gegeben vor diesem Spiel. Klasse Tor von Ziegler, der Ausgleich in der 51. Minute. Kurz vor dem Ende dann Schwenning mit diesem Schuss von Bassen von der blauen Linie. Dann ist Tyler Spink dran, der bringt die Scheibe in den Slot. Da steht Tyson Spink und der verwandelt zum 4:3. Hier gut zu sehen, Jeneke noch dran, aber die 57. Minute. Schwenningen legt erneut vor und geht wieder in Führung. Iserlohn probiert dann alles, nimmt natürlich den Torhüter raus. Die Fans feiern die Mannschaft immer noch frenetisch, aber die Roosters verlieren hier. Dal Cole den Puck und dann schaltet Alex Karatschun am schnellsten, bricht durch und hat natürlich keine Mühe, den Puck ins Netz zu legen. Die 60. Spielminute, das 5:3 für Schwenningen. Der 9. Auswärtssieg erst für die Wild Wings in dieser Saison und das ist der Schlusspunkt dieser Partie. Ja, ich denke eben, wie du schon sagst, das gute Gefühl, dass wir hier nochmal gewinnen konnten in dem lauten Stadion. Und ich denke, wir wollten auf jeden Fall nicht hier irgendwie Larifari da rumfahren oder sowas, weil wir einfach noch einen langen Weg gehen wollen. Und ich denke, das haben wir dann ganz gut umgesetzt und hier nochmal 3 Punkte geholt. Ich glaube, wir hatten eine sehr harte Saison, vor allem wie wir die ganze Zeit gekämpft haben, glaube ich, seit 16. Spieltag, wo wir Letzter waren. Ich glaube, für uns war es eigentlich eine lange, lange Playoff-Serie. Und ja, auf jeden Fall können wir es jetzt ein bisschen genießen. Heute das Spiel, glaube ich, war nicht so doll, aber ich meine, ich glaube, unser Ziel wurde erreicht und darauf können wir stolz sein.
Für die Iserlohn Roosters ist die Saison beendet. Sie beenden sie mit einer Niederlage gegen die Schwenninger Wild Wings, die gewappnet sind für die Playoffs, die in einer Woche beginnen. Schwenningen holt in Iserlohn 3 Punkte und gewinnt mit 5:3. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.